Das Ding lässt sich verstellen. Ja. Ashworth könnte vom Nichts abgeschnitten werden. Das wäre das Ende ihrer Hexerei. Und des Orakels gespalten kennen wir schon. Erstmal ein bisschen umgucken. Einfach nur geisteskrank. Und ja, ich stelle mich hier gerade mit Absicht so lange hin für einen Thumbnail, was ich später sicherlich vergessen werde, dass ich das so gemacht habe. Wobei sich Dishonored sehr gut für Thumbnails eignet. Grundsätzlich so, Linsentausch. Und jetzt aktivieren und Ashworths Verbindung zum Nichts unterbrechen. Was? Jetzt muss nur noch der Schalter umgelegt werden, dann sollte Ashworth machtlos sein. Ach so. Oh, vorher. Warnung von Brianna Ashworth. Wenn auch ihr Delilah und unserem Zirkel treu seid, dann hört meine Worte. Erneut haben mich Albträume vom Orakulum heimgesucht. Die Linsen, die Jindosh ursprünglich ins Gerät eingesetzt hatte, hätten fast meinen Untergang bedeutet. Ich spürte, wie Delilahs Magie flackerte und die Flamme, die sie erneut in mir entzündet hatte, erlosch fast, so wie vor 15 Jahren nach Brickmore. Ich fürchte, dass mich ein weiterer Unfall wie dieser alles kosten wird. Meine Verbindung zum Nichts und zur Magie selbst. Wir können uns keinen Fehler mehr leisten. Ich werde mir die ausrangierten Linsen in meiner Werkstatt genau ansehen und sie danach zerstören lassen. Denkt daran, dass Delilah sich auf meine Anstrengungen verlässt und das Orakel nur auf mich abgestimmt ist. Haltet euch von dem Gerät fern. Nur ich kann die Ordensschwestern kontrollieren. Brianna. Ja, ich würde sagen, das hat sich jetzt ganz offiziell erledigt. Tschüss. Was soll ich jetzt tun? Ich bin erledigt. Jo. Dieses Gefühl, die Dinge, die möglich waren, die Berührung des Nichts, Delilah, das war alles, was ich hatte. Was denn? Sprich. Ich bin keine Bedrohung mehr. Nö, das stimmt. Das stimmt. Außer natürlich, du schießt mir jetzt gleich in den Rücken. Könntest du natürlich tun, aber ich verkrümmel mich mal vorher, ne? Ich bin mal so frei. So, jetzt ein paar Sachen müssen wir eh noch einsammeln. Machen wir auch gleich. Ich weiß jetzt nicht, ob die anderen alle weg sind. Sind die Hunde weg? Sieht fast so aus, oder? Jo, die Hunde sind weg. Okay, ne, kann ich mich ja hier jetzt immer in Ruhe umschauen, wie mir scheint. Pistolenkugeln, immer noch voll. Sieht noch nichts. Oh, Baupläne. Geschoss, zersplitternde Keile. Schön. Unfertiger Brief an Delilah. Delilah, wenn wir nicht reden können, schreibe ich eben. Es gibt Dinge, die nur du verstehst. Jeden Tag spüre ich, wie meine Verbindung zum Nichts stärker wird. Und durch mich ruft deine Kraft diejenigen, die sich unserem Zirkel anschließen könnten. Neue Gesichter, neue Stimmen. Unsere Verbindung ist stärker als in Brickmore und doch scheinst du so weit entfernt zu sein. Wären wir zusammen, könnte ich dir mehr sagen. Es ist, als könnte ich eine andere Zeit und einen anderen Ort sehen. Du hast einen Vorhang beiseite gezogen, von dem ich nicht wusste, dass es ihn überhaupt gab. Oh Delilah, der Wind trägt ein seltsames und wunderschönes Flüstern zu mir. Ich bin dir auf ewig dankbar dafür, dein Werkzeug sein zu dürfen. Hm, nett. Trollolo, trollolo. Ich könnte sie jetzt natürlich umbringen, aber ich mache es nicht. Bisher habe ich alle Zielpersonen am Leben gelassen, dafür habe ich ganz viele Unschuldige getötet. Oder zumindest... Naja, komm, Alter, letztendlich alles Hochverrat. Und auf Hochverrat steht mal der Tod. Wie sieht's denn aus? Oh, wir können mal. Hier, gönn dir.
Irgendwas? Hä? Was? Wieso wackelt das? Aha. Ich habe aufgeräumt. Herrin Brianna, wie gebeten, habe ich Ihre audiografischen Aufzeichnungen im Archiv im Keller eingelagert. Außerdem habe ich auch um das Orakulum aufgeräumt, ganz wie Sie es wollten. Ein paar der anderen haben über die alten Linsen geredet, die Sie nach dem Unfall aus dem Orakulum entfernt haben. Meinten, Sie wollten diese Linsenfirma auf dem Meeresgrund begraben. Naja, das schien mir nicht richtig zu sein, also habe ich sie einfach in die Bildniswerkstatt verstaut, falls Sie sie noch einmal brauchen sollten. Ich habe alle meine anderen Aufgaben erledigt, also koche ich nun Ihren Mariendisteltee. Ich bin dankbar für die zweite Chance, die Sie mir gegeben haben. Mit der Zeit werde ich Delilahs Präsenz sicherlich spüren und die Magie erlernen, sowie meine Schwestern. Werfen Sie mich bitte nicht raus. Ich werde Sie und unsere Kaiserin mit Stolz erfüllen. Das verspreche ich. Carina. Ashworths Tagebuch verrät mir vielleicht, warum Delilah nicht getötet werden kann. Durchsuche Ihr Büro. Und jetzt? Hallo? Den Audiografen an mich bringen? Ja, würde ich gerne tun. Markierung verbergen? Nö. Ja, der steht ja oben, oder nicht? Also sie ist unten im Archiv. Na gut, da wollte ich ja eh noch hin. Müssen wir ja auch, weil da gibt es bestimmt noch schöne Dinge. Reden. Ja. Als ob sie sich vor mir verstecken könnten, kaiserlicher Schutzherr. Wir sehen uns in der Stadt, in der sie geboren wurden. Geschafft. Brianna Ashworth ist keine Hexe mehr. Sie Monster, sie wissen nicht, was sie getan haben. Eine großartige Blüte verwelkt und vergeht. Das ist erst der Anfang. Sie haben alles besudelt. Dafür werden sie bezahlen. Oh, Brianna. Wir werden uns nicht mehr sprechen. Der Gedanke, dich nur noch so blass und traurig zu sehen, das ist zu viel für mich. Dafür hasse ich sie, Corvo Artano. Halten Sie am Hass fest, Delilah. Vielleicht tröste ich Sie, wenn ich Ihnen das Herz rausschneide. War ein Versuch wert. So, hier ist ein bisschen Leben, aber das brauchen wir nicht, weil wir haben noch genug. War eigentlich? Also wenn man sich hier so ranpirscht, dann ist das alles okay, würde ich sagen. Geht wohl, wir haben nur ein paar Leute ausgeschaltet. Die meisten lassen sich eh umgehen. Okay. Was ist das denn? Hä? Gerade irgendwas grün geleuchtet. Ach, guck mal, jetzt ist das Archiv auch markiert. Das ist ja toll. Aber oben ist auch noch. Informaciones de la Grandes. Laute Bilder. Schön. Meine Flammen brennen in Briannas Mark. What? Keine Ahnung, meins. Oh, Globus. Nicht. Ich bin ja nicht nur ein Meuchelmörder, ich bin auch ein Dieb. Und ja, kaiserlicher Schutzherr, ne? Da schließt das. Zerbrochenes Wahlknochenschwert. Was? Was? Hä? Was macht man damit? Was haben wir denn jetzt? Roseboro-Typ, kaiserlicher Siegelring, Schlüssel zum Sicherheitsraum, Archivschlüssel. Ich habe gerade ein zerbrochenes Wahlknochenschwert mitgenommen. Was tue ich damit? Kann ich das zerledern oder was? Nö. Hä? Wo ist es hin? Und was tue ich damit? Unfähiger Brief, habe ich gelesen. Habe ich gelesen. Halt. So, Audiografen hatten wir alle. Der Fluch aus der Ferne hatten wir auch. Ist Wissen. Missionsgegenstände. Huch, ich drücke immer die falschen Knöpfe, ey. Das ist doch widerlich. Aha.
was haben wir denn jetzt mit dem komischen Schwert gemacht? Gab das Geld? Ich habe da jetzt nicht drauf geachtet. Hülse sah nicht so aus. Wenn ich ehrlich sein soll. Aber ich sehe auch sonst nichts, was jetzt hier neu ist. Knochenartefakt, Orakulum, ausrangierte Linsen. Missionsgegenstände ist ja auch nicht dabei. War das nicht gerade so ein Koffer, der da aufgeploppt ist? Oder bin ich bescheuert? Ist ja auch ja. War bestimmt Geld. So, hier oben wäre auch noch ein Audiograph gewesen. Hier. Und drum lauschet, liebe Freunde, lauschet. Ich bedeutete meiner feinen Familie nichts. Außer einer vorteilhaften Heirat und Jahren des Gebärens. Sie versprachen mich einem Mann dreimal so alt wie ich, beim Gedanken an die Hochzeitsnacht keuchend. Aber etwas Seltsames passierte auf dem Weg zum Altar. Dalilah, nachdem ich mich zum ersten Mal nachts aus dem Haus geschlichen hatte, wollte ich nie wieder zurück. Ich schaute zu den Sternen und trank Wein auf einem Dach. Ich war frei. Statt die Aufseher zu besuchen, ging ich zum Bankier meines Vaters und lief vor meinem alten Leben davon. Zu Dalilah. Das war die Blütezeit des Zirkels. Aha. Was kann ich denn jetzt mit dem... Das... Ja, ja, hat wahrscheinlich wirklich nur Kohle gebracht, das Waldknochenschwert. Warum? Was tut es? Hä? Hat sich das schon die ganze Zeit bewegt? Das fehlt mir aber neu. So, egal. So, pass auf. Wir haben jetzt... 34 Meter nach unten. Sind die anderen eigentlich noch da? Nur so ganz dumm gefragt. Oder haben die sich jetzt in Wohlgefallen aufgelöst? Und die scheinen weg zu sein. Da sind nur noch Ratten. Sind die jetzt alle weg? Hier sehen so aus, als ob die alle weg sind. Oh, das wäre ja ein Traum. Wir können uns hier quasi frei bewegen jetzt. Das wäre super. Das würde ich befürworten. Die sitzt da immer noch und heult. Wo ist denn das Ding? Da unten. Warte mal, da das Bildelein wollte ich mir auch noch mal angucken. Wenn du von Dalilah gewusst hast, hättest du es mir sagen sollen. Jessamine, du würdest lachen, wenn du mich jetzt sehen könntest. Dich auslachen oder was? Weg. Stromspawn. Büchlein. Ich glaube, die anderen Hexen sind jetzt alle weg, oder? Wobei die... Aber warum sollten die jetzt weg sein? Das ist ja eigentlich Quatsch, oder? Ich meine, normalerweise müsst ihr doch die Lila jetzt wieder einen ganzen Schwung hierher schicken, um uns auszuschalten, oder? Oder hat die da keinen Bock drauf? Oh. Tyrannisches Erz. Können wir noch irgendwas mitnehmen? Wenn wir gerade hier sind. Das nehmen wir auch mit. Wir gucken mal ein wenig durch die Gegend. Nur was. Oh, was ist das denn? Aha. Okay. Lese ich jetzt aber nicht. Habe ich gerade keinen Bock drauf. Müsst ihr ganz schnell auf Pause drücken. Schnaps, Whiskygläser, okay. Wir müssen noch einen tiefer, wenn ich mich nicht irre. Oder zwei tiefer sogar. Oh, hier ist auch noch Geld. Ah, guck mal hier. 1, 2, 3 und da. Serkunus. In der Stadt meiner Geburt.
ganz am Anfang wurde, glaube ich, mal gesagt, wo der junge Corvo geboren wurde. Hallo? Schön. Auf alle Fälle auch irgendwo Serkunos, glaube ich, wenn ich mich nicht gänzlich täusche. Sagte sie deiner Geburt oder meiner Geburt? Bin mir gar nicht mehr so sicher. Hier ist noch eine KT, die wir nicht brauchen, weil wir schon eine haben. Hier ist auch nichts mehr. Hier können wir auch nichts mit anfangen. Da auch nichts. Da auch nichts. So, kommen wir denn jetzt von hier flüchtig nach da unten? Ja klar. Und zwar so. Anscheinend ist hier wirklich keiner mehr, oder? Wie mich scheint, zumindest höre ich niemanden. Aktuell noch ein runter, ja, dachte ich mir. Und trotzdem einmal schnell die Runde machen. Gucken, ob man hier noch was von hier brauchen könnte. Was war das? Ich habe gerade Schreie gehört. Für Geräusche. Also wenn ich hier gleich rauskomme, die Wachen sind alle tot, dann gibt es natürlich wieder ein Grando Problemo. Brauche ich eine Hot? Nee, ne? Nee. Ja, ein. Ach, die Kackpflanze ist auch weg. Dann sind die jetzt alle weg. Cool. Geiler Scheiße. Achso, ach, wir verdrückt hier. Zack. Na, wenn hier keiner mehr ist, dann ist ja alles gut, würde ich sagen. Können wir uns ja hier in aller Ruhe umschauen. Während es so ein bisschen vor sich hin ruckelt. Wartebereich ist nichts. Hier so ein bisschen Geld. Hier hoch, Münze, Münze, Münze und wieder zu. Shrug Machine. Münz, Münz, Münz. Wo ist denn das andere Ding? Wo ist? Da. 36 Meter. Der ist 30 Meter. Okay. Vom Gefühl her bin ich diesmal recht gründlich. Guck mal, hier wäre ich auch reingekommen. Und da ist, glaube ich, der Bodeneingang. Nee, hier ist doch die Eingangshalle. War da vorne noch die ganzen anderen Bitches. Aber sonst ist hier auch nichts. Da geht es auch in den Keller, glaube ich. Vielleicht komme ich von hier eigentlich noch weiter runter. Da komme ich noch weiter runter. Eigentlich können wir uns hier unten. Moin. Ah, guck mal hier. Wie der Uno Tote. Auf dem Scheißhaus, ey. Tja, wie bei Mafia, da hinten hängt einer. Ich störe den Kollegen hier mal nicht. Guck jetzt natürlich, dass wir noch alles mitnehmen können, was nicht nied-und-nagelfest ist. Stört ja anscheinend keinen mehr hier. Ein bisschen rumgucken, das ist leer. Oh, hier. Aua! Oh, hab ich. Alter, hab ich mich erschrocken. Wo war nochmal die Küche? Brauche ich mal was zu essen? Das sind Minen. Ich dachte, das gibt Geld, Alter. Oh, leck mich doch fett. Direkt wieder Damage genommen. Toll. Egal. Hier ist eine Birne. Na, eine verfaulte Birne.